Meine Damen und Herren, ich habe gerade vorher auf Englisch aufgenommen, wie lange es geht, eine Aktie zu kaufen. Ich habe mich für Electrolux entschieden, das ist ein schwedisches Unternehmen, dessen Produkte ich schon kenne. Das sind super Produkte, wir haben sie schon seit 10 Jahren in unserer Küche. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit und ich habe gesehen, dass sie auf der Nummer 1 ist der schwedischen Top-10-Liste von Obermatt. Es ist alles grün, ein gutes Unternehmen, es ist auch sehr, sehr groß. Ich habe mich entschieden zu kaufen, gar nichts weiter angeschaut und wollte sehen, wie lange es geht, bis ich die Aktien in meinem E-Banking gekauft habe. Und das ist das Ergebnis, 3 Minuten und 34 Minuten. So lange geht es, um eine Aktie zu kaufen, nicht länger. Nun denken Sie, das ist verrückt. Es ist nicht verrückt, aus 3 Gründen. Erstens, jeder sagt, man soll Indexfonds kaufen. Wenn Sie ein Indexfonds kaufen, machen Sie genau das. Sie kaufen Electrolux und viele Aktien, andere Aktien, ohne zu denken. Sie machen genau das Gleiche. Zum gleichen Zeitpunkt, zu dem ich Electrolux gekauft habe, heute, kaufen auch Dutzende professionelle Investoren Electrolux. Das ist immer so. Wenn Dutzende professionelle Investoren das machen, kann es nicht so falsch sein. Und drittens, wenn sie es nicht machen, dann fehlen ihnen 90% ihres Vermögens in 30 Jahren. Ja, das ist richtig. Wenn sie heute 100 investieren, 30 Jahre an der Börse sind, dann werden sie am Schluss etwa 1000 haben von diesen 100. Wenn Sie es nicht machen, haben Sie nur 100. Das bedeutet, Ihnen fehlen fast 900. Deshalb macht es Sinn, diese 3 Minuten und 34 Sekunden zu investieren und heute Aktien kaufen, die Ihnen gefallen. Viel Spaß dabei!